Herzlich willkommen, Leute, zurück beim FIFA 16 Oracle mit Grants. Moin, moin. So, ich nehme mal die dunklen Trikots. Dunklen? Oder, weil du hast ja helle, passt dann ganz gut. Soll ich sonst gelb nehmen? Ist mir egal. Also ich krieg die alle auseinander gehalten. Na gut, dann machen wir es so. So, und nicht vergessen, Grants Steuerung umstellen. Danke. Achso, ich muss nochmal klicken. Okay. Da kannst du Controller-Einstellungen. Ich weiß nicht, warum der sich immer wieder umstellt, ne? Also ich habe sogar im Menü eigentlich umgestellt. Aber er erkennt den auch immer als Controller 3. Total dumm. Ach shit, ich weiß jetzt nicht, wer bei Hamburg spielt, ehrlich gesagt. Wer verletzt ist, ne? Shit, haben wir nicht geguckt. Ich lass mein Team jetzt so. Ich ändere einfach nichts. Mal, ja. Weil ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass wir es auf jeden Fall jetzt die Verletzten nicht aufstellen sollen. Da wollte ich mich eigentlich auch gerne dran halten, aber... Ab morgen dann. Könnt ihr sagen, wie viel Zeit haben wir noch? 20. Darfst mich auch duzen, gern. Musst nicht die Majestätsform anwenden. Also nicht in den Videos. Also will nicht, dass die Leute denken, dass ich da Wert drauf lege. Ja, machst du ja eigentlich auch nicht. Doch. Eure Majestät, ich meine natürlich klar. Nee, ist okay. Weiß nicht, ich hatte jetzt, das kannst du auch im Kicker in der App machen, da siehst du auch, wer verletzt ist. Oh, ich hab ein Tor gemacht direkt, ey. Ja, ich weiß, die zeigen auch immer eine voraussichtliche Aufstellung, glaube ich, ne? Ja, einen Verletzten habe ich rausgenommen gekriegt, ne? Ach, hast du es jetzt in... Folge. Oh, okay. Ja, in der nächsten Folge informiere ich mich vorher natürlich. In der nächsten recherchiere Folge. Und... So. So, mal gucken, wie Goro damit klarkommt, wie ich heute spiele. Wieso spielt Spiegelanalyse? Den wollte ich eigentlich rausnehmen, weil das ist nämlich verletzter Spiel. Goro cheatet, Leute. So, jetzt kann Lasogga hier direkt... Oh, was war das? Oh, Holpi. Bin gespannt, ey. Hamburg, ey. Haben ja wirklich ein torloses Unentschieden gehabt, ne, im letzten Spiel. Ja, hatten wir das nicht auch? Nee, haben wir nicht, ne? Aber ich meinte, glaube ich, noch irgendwie, dass ich glaube, dass es ein langweiliges Spiel wird. Wir hatten 3-1 gespielt. Wie, glaube ich, fast jedes Spiel. Außer Bayern-Bremen. Bei Bayern-Bremen hast du halt richtig Gas gegeben. War halt auch das war das Top-Spiel. Da warst du motiviert, ey, als Bremen. Aber das ging ja nur 1-0 aus im richtigen Spiel. Ja. Also, ein Geschenk, ne? Oh, der René. Ah, ich habe das Team der Woche gestern noch gar nicht angeschaut. Hast du es dir schon angeschaut? Nee. Weil ich bin gespannt, ob Zieler oder Adler drin ist. Ich hoffe ja eigentlich auf Adler, aber Zieler hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Zieler wird drin sein. Ja, ich fürchte auch. Oh Gott, Goro. Da hatte ich Schiss. Eigentlich muss er platzieren. Der muss eigentlich drin sein. Aber René hätte den auch gehabt, da. Oh. Ja, der gab mir eine Mütze. Der René. Da will er hier wieder meine ganzen Spieler decken. Ist auch eher selten, dass sie mit Mütze spielen, bevor wir da, ne? Komm schon. Kahn ja immer gemacht, oder? Kahn hat echt oft eigentlich, ja. Wieso schießt er den denn dann raus? Boah, da hat er nochmal richtig. Das war ein Schuss aufs Tor sogar. Nein, das war doch. Achso, aber den hat meiner doch rausge. Ja, ja, aber war ein Schuss von deiner Seite auf dein Tor. Boah, ey, das ist der typische Goro wieder heute, ne? Der arme Lasogga, ey. Alleine der typische Goro, ich hab da nichts gesehen. Ja, und das ist auch der typische Goro. Jo, das ist der typische Grants, Freistöße richtig verkacken. Außer sie gehen aufs Tor, dann bin ich natürlich unübertroffen. Aber jetzt spielt natürlich Rakitic nicht bei dir. Stimmt. Bei Hamburg. Der Ivan. Aber guck mal, da oben läuft der Nikolai Müller. Ne, das ist es sogar. Der Pierre ist das doch sogar. Schade. Oder soll ich besser sagen? Ja, mal Bescheid gegen gespielt. Ja. Weiß nicht, warum die den verkauft haben. Ich denk mal, weil die Geld brauchen. Dietmeier. Dietmeier, komm schon, du hast einen guten Schuss mit links. Boah. Der wird dann noch viel weniger als ich. Baumann mal bei Freiburg gespielt? Baumann war mal bei Freiburg. So, Hamburg ist natürlich bekannt für die gefährlichen Ecken hier. Na, okay. Und dann ist er zu Hafenheim gegangen und dann hat Freiburg Bürgi gekriegt und der ist nachher zu Dortmund gegangen. Ah, okay. Jetzt hat Freiburg irgendwie... Genau.
Jetzt spielt Freiburg einfach ohne Tor. Nee, die spielen zweite Liga. Da braucht man keinen Keeper. Elfmeter. Ach. Ist das bei dir auch so laggy, oder ist das bei mir? Ja, so minimal irgendwie schon, finde ich. Hast du deine Einstellung wieder geändert? Ja. Porno läuft immer noch. Nee, ich meine, du hattest doch mal mit OBS, oder? Ach so, meinst du? Nee, das habe ich nicht geändert. Okay. Sollte alles gleich geblieben sein. Nein, kann halt sein, dass hier irgendwas im Internet jetzt... Auch gestern hatte ich einen, das war echt Zeitlupenspiel, ich habe mich so aufgeregt. Vor allem, du kannst auch nicht gut spielen dann, weil du bist es ja ganz anders gewohnt, so von den ganzen Timing-Abläufen her und so. Ja. Wann du grätscht, wann du schießt, wie doll du schießt und so. Wirklich schwierig. Da dachte ich. Wollt er wieder zu lang am Ball bleiben, der Goro. So, läuft weiter hier. Oh, guck mal, wer da vorne läuft. Gott, Ilicevic, komm. Muss man auch mal ein bisschen rennen dann. Die letzten Kraftreserven dann rausholen. Aber Lasogga zieht jetzt einfach mal. Schade. Zieht jetzt mal durch, wollte ich sagen. Bei Hamburg ziehen die nicht so oft durch, glaube ich. Nee. Aber das möchte der Bruno Labbadia wahrscheinlich. Ah, ganz schlechter Pass. Flanken sitzen nicht so bei mir. Hey. Ja, aber nachher machst du wieder diese Lucky Flanke, die genau auf dem Kopf von irgendjemandem landet. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie du das immer hinkriegst. So, Ekdal, jetzt lauf. Oder läuft Pierre und. Ekdal, komm. Beiz. Oh! Warum köpfst du denn? Oh Mann! Der sollte so. Ich dachte, komm, jetzt macht er so den dicken Dropkick, ey. So, Holpi, jetzt zeig mal, was du kannst. Na, okay. War aber nicht bei dem Schuss gerade, wie ich alleine draufgegangen bin, oder? Ja, als alleine drauf gingst. Hätte man eigentlich auch machen müssen. Ah, jetzt wird er hier wieder gedoppelt. Hasse das, ne? Oh, jetzt spielt er schon nach hinten, weil er Angst hat. Oh. Der Ut! Aus jetzt schon nicht mehr. Gar nichts gemacht. Oh, genau zwischen, das ist nicht wahr. Oh, den hättest du auch nicht verdient, so. Jetzt ist es raus. Was war das denn? Was ist das? Komm schon, Kim. Und Pierre! Boah! Lasogga! Schade. Hätte ich ihm gegönnt, aber genau auf Baumann, da kann man dann natürlich auch nichts erwarten. Oh, der war nicht schlecht. Lasogga, der war doch mal bei Berlin, ne? Jo. Er war dann Leihspieler bei Hamburg. Dann haben sie sich ihn gegönnt, hätte ich auch gemacht an deren Stelle. Komm schon, Lasogga, jetzt mit dem 1-0, ja! Yeah! Den musste er machen. Oh, ich muss dran denken, dass ich den... Ich breche das immer zu schnell ab, so. Da können die nicht richtig jubeln. Ja, weil ich mich immer so doll freue, irgendwie. Weil ich mir. Ja. Du musst die Hand dann vom Controller weg, weißt du, Goro, das ist so. Dann machst du die Faust. Ich sollte mal mit Facecam aufnehmen, eigentlich diese Duelle hier. Wird man nochmal sehen, wie viel Biss hier im Spiel ist. Wir wissen ja, Goro macht eigentlich immer einen. Gab, glaube ich, noch kein Spiel, wo du gar kein Tor gemacht hast. Einen mache ich. Dann 0-0 hatten wir nochmal, ne? Echt? Hatten wir so ein langweiliges Spiel mal? Ja. Oh. Boah, wie ist der denn da hingekommen? Ich eins und fang mit 3. Ja, so war es letzte Woche auf jeden Fall, die Regel. Weiß nicht, was da los war jetzt. Weiter. Oh, Lasogga, ey, das ist ja wohl eine Frechheit! Was willst du? Boah! Da hat er nicht mitgerechnet! Einfach den Freistoß schnell ausgeführt, ey. Richtig dreist, Mann. die Lache wurden bezahlbar gerade, ey. Da hat er nicht mit. Ey, das war ein Angriff. Frech. Ja, jetzt ist Hoffenheim das nicht gebeutelt, ne?
Das war aber auch gemeint, gebe ich zu. Das war schon ein bisschen unfair eigentlich. Aber ich habe die Möglichkeit erkannt und sie genutzt. Ja, dafür wechsle ich jetzt. Absoluter Top. Hat doch gar keiner gelb. Nee, aber in der Offensive geht noch was. Ich würde gerne eigentlich mal... Nee, doch nicht. Ich glaube, Hunt ist eh noch verletzt. Ich glaube, den hätte ich eh nicht einsetzen können. Den Aaron. Oh no! Jetzt ist der Untergang hier für uns eingeläutet worden, Leute. Also wenn der aufs Feld kommt... Ey, nicht so bedrängen, bitte. Ey, ich habe Kevin ja gestern im Pack gezogen, ne? Hast du? Habe ich behalten. Habe ich extra behalten. Falls ich mal ein Bundesliga-Team mache als Ersatzspieler. Hä? Der muss Stamm spielen. Neben dem Lord. Puh, weiter Einwurf. Lauf davon, lauf! Oh, der Süle opfert seinen Kinderwunsch dafür, dass es hier nicht zum 3-0 kommt. Oh, kann man mal machen. Warum geht der Kevin da nicht? Der geht gar nicht einfach, ne? Ja, der blieb einfach schon. Also so generell meine ich, geht er gar nicht. Kevin? Ja. Da kann man mal ruhig, kannst du ruhig vorsetzen manchmal. So, das ist der Lasogga wieder am Ball. Du meinst wohl eher Pierre-Michel Lasogga? Oh, komm. Oh komm, den machen wir wieder schnell, mach! Nein, doch nicht dahin! Ach Mann. Ja, nee, dann schieße ich. Die machen wir wieder schnell. Ja, weil der eine ist gerade unten so lang gegangen, aber ich dachte, wenn er von da jetzt schießen darf, das wäre ja wohl perfekt. Darf er ja nicht. Ja, ich weiß, aber Polanski in der Mauer, aber den schieße ich an. So, Ekdal mit dem 3-0. Hä? Was war das denn? Hab ich gesehen. Der stand ja, also, das würde ich gerne mal bitte in der Wiederholung sehen, ey. Der stand kommt doch wohl hinter der Linie, ey. Genau. Alter, du kriegst auch nur mal rein, ne? Oh, den hast du gut gesehen. Gib ich zu. Komm hier gerade nicht raus aus meiner Hälfte. Finde ich auch gut eigentlich. Oh, das sogar dribbelt hier. Hä? Also da weiß ich jetzt nicht, ob das ein Pass werden sollte oder ein Torschuss. Scheiße, und jetzt ist hier wieder keine Gefahr. Spahic. Ganz sicher, so wie man ihn kennt. Rote Segel bei uns hier. So. Na komm. Oh, das gibt es nicht. Läuft gerade nicht so auf dem Hang. Aber jetzt der Lucky Punch gleich. Jetzt gleich. Siegmeier, bester RV der Liga. Und Gora hat ihn nicht gekauft damals. Müller, komm. Bessere. Und die Flanke auf Pierre. Oh, da macht er fast ein Eigentor noch. Was macht Süle denn da? Anstatt den einfach direkt zur Ecke zu klären, ne? Drück extra, dass er den nach links macht. Die machen eh nie, was man will. Shit. War ich schon drin gewesen. Kevin. Boah. Mach das schnell. Paul. Komm, lauf weiter, Nikolai. Ekdal. Komm. Oh. Und diesmal mache ich auch. Ich lasse es gedrückt, Leute. Ich habe dran gedacht. Aber wenn Hamburg in echt mal so spielen würde. Bruno. Okay. Nimm dir mal ein Beispiel an Grants, ey. Bruno. Das Bruno guckt ja immer meine Videos auch. Letztens auch wieder geliked. Der Mannschaft gezeigt hier, Leute. So wird's gemacht. Danke. Ah, und schon wieder so eine Scheiße dann. Ey, da war nicht aus. Aber für mich bitte, ne? Ja. Hätte ich auch jetzt so gesehen. Lächerlich. Kann man auch mal was riskieren jetzt, wenn man soweit so gut führt. Holpi. Das kann aber auch nicht sein, dass wir mal ein Spiel ohne Karte haben, wa? Auch muss. Oh, schade. Hätte wieder so ein Ding, so, weißt du, du grätsch wieder rein und der flankt irgendwie perfekt auf den Kopf von irgendwem bei dir.
Haben wir ja auch schon zwei, dreimal gesehen. Das ist halt, ich glaube, die Messe ist gelesen. Also das werde ich nicht nochmal drehen können. Aber sag das nicht, ey. Ich habe schon Schweine fliegen sehen bei FIFA, leider. Aber Hoffenheim ist aktuell... Das Schlimme ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der HSV heute noch gewinnt, also hier das Spiel. Ja, aber nicht so hoch, glaube ich nicht. Nee, HSV gewinnt immer nur 1-0. Ja, ja, immer nur so eine Lackdinger. Oder sie führen 2-0 und dann kriegen sie so wieder 89. noch ein und dann musst du... Dann musst du wieder richtig Schiss haben, dass sie noch irgendwie verlieren oder... Weißt du? Sowas passiert auch richtig oft bei denen. Wieso liegt deiner da? No! Boah, ich dachte, ey. Dachte auch. Es wäre typisch mal wieder. Wäre verdient gewesen. Goro lackt sich durch, hätte ich dann wieder gesagt. Rance lackt sich dann nur durch. Ja, aber schon ein paar gute Buden heute gemacht. Die eine, ey, wo ich einfach keine Rücksicht drauf genommen habe, dass du noch nicht stehst. Die war ganz gut eigentlich. War unfair, war nicht Fairplay. Ja, egal. Also Sepp Blatter hätte gesagt... Und ich hätte gesagt. Was wolltest du da denn machen? Wollte ihn kriegen. Den Torwart oder wie? Wollte, dass sich hier nur einer verletzt heute. Was war das denn? Eben rausgeboxt. Und Müller mit der Flanke. Oh. Was machen die alle da? Oho. Warum haben die alle nicht geschossen? Weiß ich auch nicht. Warum macht er drauf? Weißt du, wieso muss er sich da so hinstellen, dass er unbedingt mit links schießen kann? Einfach mit rechts draufballern. Schön, Holpi, schön. Schön. Und komm. Oh! Ich bin King. Was? Elisevic? Ja, aber war auch. Guck mal, ey, das war auch ein bisschen Lack, oder? War schon sehr viel Lack. Alle anderen Spiele wieder rausgegangen halt zum Posten. HSV, HSV, HSV. Rance lackt sich durch, Leute. Ja, das ist... Manchmal ist es so, ne? Möchte ja nicht bestreiten. Also der Schuss war schon glücklich. Ja, du musst den auch mitnehmen, wenn ich zu dir passe. Was war das denn? Und er rennt sogar in der Mitte. Komm, komm! Hier, ja, das ist doch desaströs, was die haben. Aber auch was Lasoya da gerade gemacht hat. So, der Ball ist schon längst weg und dann, oh, ich spring trotzdem noch. Komm einfach nicht durch. Abwehrriegel beim HSV steht gut. Shit. Ja, es ist der beste Tag des HSV. Ja, glaube ich auch. Die machen noch einen. Die sind jetzt heiß. Ach, Bruno gesagt, in der Halbzeit. Ja. Ah, ist schon 90. Obwohl, wenn jetzt meiner den Ball kriegt, baller ich einfach drauf direkt von hier. Nein. Mit Katja. Der sollte ja verkauft werden, war das? Ah, der wird nicht verkauft. So, Müller, jetzt machen wir eine schöne Flanke nochmal auf Lasoga hier und dann ist er... Oh. Jetzt ist auch mal hier gleich Ruhe im Puff, oder? Der will ja den einen noch geben, wa? Ja. Nee, grätsch ich lieber. Ey, ich wollte ja im Trikot ziehen. Oh, ey, wenn du den jetzt wirklich noch gekriegt hättest. Du wärst hättest. Gewesen. Ich wäre aufgeregt. Ah! Boom! Spielst du mit Facecam? Nee. Nee. Ich wollte schon sagen. Schade. Hätte man aber gehört, wenn der Controller wegfliegt. Wenn der Bildschirm kaputt geht, ey. Ja, wenn der Bildschirm im Arsch ist. Ja, ja, schon. Hast du überhaupt einen Schuss aufs Tor gemacht heute? Ja, richtig viele. Was denn? Den, außer den einen gerade? Ja. Würde ich ja schon gerne die Statistik eigentlich nochmal herbeiziehen. In der ersten Halbzeit habe ich doch ein paar Schüsse gehabt. Ah, okay, stimmt. Du hast auch am Anfang gut vorgelegt, ey. Ja, ja, 4-0 wird es in echt, glaube ich, nicht ausgehen, Leute. Aber 1-0. So ein HSV-Sieg, da wäre ich schon 2-1, sage ich. 2-1. Ich sag 2-1. Bin ich gespannt. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Und morgen sehen wir uns mit Bayern Köln, richtig? Glaube ich. Alles klar. Bis morgen, Leute. Ciao.